Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins Stille Sitzen. Das heutige Thema ist Aufmerksamkeit zum Herzbereich, Solarplexus, also mehr in die Mitte des Körpers zu lenken. Aber genau den Moment zu schulen, in dem man nichts fühlt und dann Reaktionsmuster festzustellen bei sich. Dazwischen findet auch was statt. Also in dem Moment, in dem man einen Trigger oder ein Bild oder ein Wort hört, diese kurze, sehr, sehr kurze Spanne, in der man am Anfang wirklich nichts spürt, kann dazu führen, mit langer Übung, dass man merkt, das ist ein positives Gefühl, ein negatives Gefühl oder ein neutrales Gefühl. Und neutral ist nicht, ich spüre nichts. Ich spüre nichts ist, ich spüre nichts. Aber man kann dann eben in so einem Bruchteil von einer Sekunde mitkriegen, positiv, negativ, neutral. Ja. Und dann mitkriegen, da setzt dann eine Geschichte oder sogar ein festes Gedankenmuster oder Handlungsmuster sogar drauf an und wirft bei mir bestimmte Gedankenmuster mit inneren Gefühlen an. Und das bei sich festzustellen, darum geht es eigentlich heute. Und ein Thema ist eben Freundlichkeit, Brahmaviharas auch, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Alleine das, hat das bei euch schon irgendwas ausgelöst? Zu schulen ist eins der Themen und es ist Metta-Meditation, aber nach dem, was wir auch hier schon besprochen haben, die Metameditationen setzen meistens für mich verkehrt an. Die versuchen etwas zu erzeugen. Wir gehen heute einen anderen Weg. Wir versuchen herauszufinden, was steht denn diesem Herzensgefühl, der Herzensoffenheit, der Herzenswärme im Wege. Und dann fangen wir an und sitzen rum und schließen unsere Augen. Nicht lange. Also ihr schließt eure Augen, ich auch ab und zu. Richtet euch erstmal ein, dass euch das Sitzen angenehm ist. So angenehm, wie es eben jetzt geht. Stellt fest, wie so eure Grundstimmung ist. Und was möglicherweise der Geist für Geschichten mitbringt. Für manche von euch sind die drei Worte, die jetzt kommen, nicht unbekannt, aber achtet trotzdem darauf, wie ihr darauf reagiert. Also wirklich versuchen, diesen Moment, diese Mikrosekunde mitzukriegen, wenn irgendwas in euch passiert. Ja. Körperempfindung und dann Gedanken. Einfach mal drauf achten. Das erste Wort? Freundlichkeit. Das zweite, Aufmerksamkeit. Und das dritte, Gelassenheit.
und darüber versucht die Aufmerksamkeit in diesen Herzbereich, Solarplexusbereich eures Körpers zu lenken, den Fokus dahin zu richten. Könnt ihr da frei atmen? Könnt euch auch ein bisschen bewegen, auf dass ihr freier atmen könnt. Lasst die Augen geschlossen. Und wie immer, wenn eure Gedanken abschweifen, lasst den Fokus, wenn ihr das merkt, wieder zurück zu diesem Körperbereich kommen, aber auch zum Körper, wie er da atmet, auf dass er da herzensfrei und offen atmen könnt. Noch eine Minute. Herzensoffen atmen. Drei eurer eigenen Atemzüge mit wieder dieser Frage, wie fühle ich mich jetzt ohne eine Antwort? Und dann öffnet langsam eure Augen. Also es ist enorm wichtig, diesen Mikroreaktionsbereich mal mehr zu schulen, auf dass man eben nicht mehr so getrieben ist von diesen Gefühlen. Ich habe das schon mal gesagt, es gibt Versuche darüber, Mönche im MRT, die eben genau sowas kriegen, Bilder oder eben Tontrigger, und bei denen sind die Gefühlsregungen stärker und die ebben dann aber schneller ab. Und bei Leuten, die nicht meditieren, ist es so, das wird träge erregt und hält ewig. Und das ist der Unterschied, dass man eben nicht vom Affengeist halt gesteuert ist und eben nicht gefühlslos, sondern man ist sich seiner eigenen Gefühle noch bewusster. Und wenn man die Brahma-Viharas übt, dann wird man auch
freundlicher, liebevoller, gleichmütiger, mit mehr Mitgefühl und diese merkwürdige, aber wichtige, mit Freude wird auch mehr. Ja. Auf dass eure Praxis grob die richtige Richtung einnimmt. Ich glaube, das ist für heute alles. Herz öffnen ist eh gut. Ja.